Herzlich willkommen heute wieder bei Vitamin X. Wie immer mit dabei ist Sam Samatu. Danke für die Einladung. Und Marvin Endres. Yes, ich bin hier, hey. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Ey, mir geht's bestens, Tiger. Wie geht's dir? Gut. Also, erwartest du mehr? Ja? Nee, ach, ich habe was Trauriges gelesen. Was? Boah, seid ihr wieder auf traurige Themen? Oder ich liebe traurige Themen. Vor allem Salim kann eh nichts ernst. Anderer Schmerz ist meine Freude. Ein Artikel über einen Mann, der war 90 und der hat seine demente Frau getötet. Also quasi... Sie war dement, er nicht. Genau, Sterbehilfe gemacht quasi. Also, du darfst ja keine Sterbehilfe in Deutschland und der hat das halt gemacht quasi und kommt jetzt ins Gefängnis. Wie medikamentös, oder? Nee, tatsächlich mit meinem Kissen. Krass. Ja. Sie erstickt. Ja, genau. Und ja, wie steht ihr zum Thema Sterbehilfe? Erstens, will ich auf jeden Fall diesem an alle 91-Jährigen, die eine demente Frau mit einem Kissen töten. Bro, du kannst dich doch so einfach rausreden. Wenn du einfach sagst, oh, meine arme Frau ist gestorben. Bro, wie wurde der erwischt, Alter? Wie schlecht war der? Der wollte sich gar nicht rausreden. Achso, der hat's gestanden? Ja, die Polizei angerufen. Wie ja. Sonst? Weil normalerweise bei so toten 91, die erstickt sind, kontrolliert das doch keiner. Klar, ja, egal wie du mit 91 stirbst, es ist natürliche, eines natürlichen Todes. Ja. Weißt du, was ich meine? Bei 91, Bro, schlecht im Rausreden. Aber ich find's geil, dass das für dich der erste Punkt ist. Erster Gedanke ist, okay, ich habe eine Oma getötet, wie komme ich davon weg? Bro, es ist eine Oma. Ich muss einfach sagen, oh. Sie war 91, das reicht ja. Und sie war dement, weißt du, die kann... Aber das ist nicht, worauf du hinaus willst. Du willst auf diese Debatte gehen. Du einfach eine Matheaufgabe geben, die ist tot, Hilfe oder nicht. Wisst ihr, an welchen Film ich da denken muss? Ich muss denken an Million Dollar Baby. Aha, plus okay. ein bisschen Mitleid für den Typen. Sie ist dement, er nicht. Wenn, dann müssen beide dement sein, weil dann können die diese 50 erste Dates nachspielen. Kennst du das? Sagst, hallo, wer bist du denn? Was sind deine Hobbys? Oh, danke, das habe ich noch nie jemand gefragt, weil alles ist weg. Aber wenn du nur du bist und jeden Tag erklären musst, wer du bist, musst du überlegen, du bist eine Frau mit 91, du wachst auf, oh, wer sind Sie denn? Verlassen Sie mein Haus. Ich bin dein Mann. Jeden Nein, Tag von vorne. Verschwinden Sie. Ja, du hast ja diesen täglich größtes Murmeltier-Modus. Ja. Ich glaube, da kamen noch andere Sachen dazu, die wird sicher auch Schmerzen und so gehabt haben. Also ich kenne das, weil mein Opa war schwerst dement, bevor er gestorben ist. Ne? Und bei dem war es wirklich so, ja, immer wenn er mich angerufen hat, war es so, na, wie geht's dir? Und dann jedes Mal, hast du deinen Führerschein schon gemacht? Und ich dann jedes Mal, ja, ich habe ihn gemacht, ich habe dann mitgespielt, ja, ich habe ihn gemacht. Und er hat sich jedes Mal wieder gefreut, weil der letzte Stand, den er hatte, ist, dass ich 17 bin und gerade meinen Führerschein mache. Also ich habe immer wieder das Gleiche durchgezählt. Ja, ich habe meinen Führerschein. Er so, ja, sehr gut. Ja. Und immer wieder die gleichen Dinge, weil die können sich ja an vergangene Sachen erinnern, aber so kurz halt nicht so. Ne? Ja. So, und ist auf jeden Fall, also wird wahrscheinlich jeder bestätigen, der mit Schwerstdementen in einem späteren Stadium schon zu tun hat, ist auf jeden Fall was man niemandem wünscht. Und ich glaube, der Tod ist auch safe besser als das, was du als Dementer erfährst. Also sowohl für die Familie als auch für dich selbst, weil du bist das ja für dich selbst so entwürdigend, wenn du nur noch schemenhaft mitkriegst, was abgeht und auf nichts mehr zugreifen kannst. Und das letzte Stadium ist ja dann auch, dass die ernährt werden müssen und so. Ja, eben, ich denke, das macht ja die Evolution rückwärts, ne? Das muss ja schon sehr weit fortgeschritten sein. Ich kann es schon verstehen bei dem Typen. Also generell, wie seid ihr denn zu dem Thema, dass in Deutschland das nicht erlaubt ist? Sterbehilfe. Ach, ist das hier nicht erlaubt? Sterbehilfe, nein. Wir müssen in die Schweiz rüber. Ja. Digga, schau mich an dieses Spiel. Die Schweizer sagen, ist kein Problem. Es ist so geil, dass du so Fachwissen hast, so jeder scheiß Bäre, ob mit ein oder zwei. Du kennst dich perfekt aus, aber du weißt so Basics wie Sterbehilfe nicht. Wie oft in den letzten Jahren war das Thema, dass irgendwelche Krankenschwestern irgendwelchen, sag ich mal, älteren Menschen geholfen haben und deswegen so in Knast gegangen sind? Doch diese Genies so... Inselbegabt. Ja, genau, das geht einfach am Arsch vorbei, Alter. Guck mal, zum Beispiel dein Opa. Weißt du noch, 96? Mein einziger noch lebender Opa, Der einzige noch lebende Opa, 96, der so, er redet so mit mir. Ich bin so alleine hingegangen, der hat sich voll erschreckt. Der war so, ich bin hingegangen, der hatte jedes Mal Wasser, der immer Wasser in der Lunge gehabt. Muss man vielleicht ganz kurz erklären für die Hörer. Okay, also Salim und ich haben mit meinem noch lebenden Opa in Berlin, der ist fast 100, war im Zweiten Weltkrieg so eine Folge aufgezeichnet. Die wird auch noch dieses Jahr kommen. Als Gastfolge werdet ihr noch sehen. Und der Opa ist immer mal wieder krank. Wir haben auch in einer anderen Folge drüber gesprochen, Diabetiker. Und jetzt gerade hat er Wasser in der Lunge. Da war Salim irgendwie in Berlin und meinte dann, ey, schick mal die Adresse von deiner Oma, von deinem Opa, ich geh mal da vorbei. So. Und ja, bist du allein da vorbeigegangen? Ich bin allein vorbeigegangen. Das war ein richtiger Schicksalwendepunkt. Wirklich, es war so, er war die ganze Zeit im Krankenhaus, wir wussten nicht, ob er noch lebt. Und dann bin ich hingegangen. Also er lebt schon noch, aber es ging halt sehr, sehr schlecht. Genau, es ging sehr, sehr schlecht. Es war schon so an der Kippe. Und dann bin ich hingegangen und hab dann da geklingelt und er war nicht zu Hause. Ich hab ihm geschrieben, Digga, die ist gar nicht zu Hause. Und der so, ach, schade. Und dann klingel ich bei der Nachbarin, ich habe ihm so Sachen mitgebracht, so Essen, dass er jeden Tag essen sollte. Weil der isst immer nur so Rotz. Das hat mir voll leid getan. Der isst immer nur so scheiß Windbeutel, hat Diabetes und ich weiß genau, wie ich das stoppen kann, wenn er auf mich hört. Das Problem ist, er hört auf niemanden.
guckst du auf mich komischerweise. Ich habe irgendwie voll seinen Respekt bekommen, nachdem ich wusste, Folge, welche, ja, wie die U-Boot-Kriege damals verlaufen sind bei Hitler. Ja, da war quasi, er so, schau ja mal an, du weißt ja mehr als ich, du, das kann ja nicht wahr sein. Ich habe ihn noch nie so begeistert gesehen. Aber richtig begeistert. Auch die Oma meint, ich habe ihn noch nie so vital gesehen, da freut sich so, dich zu sehen. Und ich so, alright, ich muss das nutzen, dass ich so einem Opi, vielleicht kann ich noch mein privates Experiment bei ihm durchführen, dass er einfach noch länger lebt und es ihm besser geht. Da dachte ich, geh hin, hab so mein Avengers Supplement Food mitgenommen. Weil das Problem bei ihm ist, wie bei Babys, es muss ihm schmecken. Es gibt kein, es ist gut für dich. Und er denkt sich, fuck that, zurück zur Windbeutel. Ich habe mir richtig Mühe gegeben, dass ihm das richtig gut schmeckt. Da habe ich die feinsten Sachen mitgenommen. Also ich finde es geil, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, wir werden nie wieder über Superfood reden. Sorry, nein, okay. Ist doch erzählt. Das muss man ehrlich sagen, wirklich interessant erzählt. Ja, ich piep's wirklich aus komplett. Also ich erwähne die Superfoods nicht. Also dann habe ich einfach nur wirklich einen Joghurt ihm mitgebracht. Einfach nur Joghurt, weil ich gewusst habe, er mag Joghurt. Aber habe ihm dann Kokosjoghurt geholt. Mhm. Das mitgenommen. Und dann Löwenmähne und dann einfach nur noch so mehrere Tabletten, das war's. Nicht Tabletten, sondern so Mixe, die ich ihm selber zubereitet habe. Und auf einmal, ich klingel, er ist nicht da. Ich wusste nicht, wo er ist, er war 2 Wochen lang im Krankenhaus. Auf einmal klingel ich bei der Nachbarin, erkläre ihr alles. Weil wenn ich jetzt weg bin, muss sie ihr das bringen, ich muss sie ihr alles erklären. Meine Oma ist ja auch schon alt, ne? Also genau, ich habe das alles extra in Kapselform abgefüllt, selber zu Hause, damit er einfach nur von jedem Döschen eine Kapsel sich in den Joghurt mixt. Weil er hat immer so ein scheiß Gewissen, wenn er Kapseln nimmt, weil wenn du Kapseln nimmst, hast du immer dieses Medikamentengefühl. Aber wenn du es so reinstreust in dein Joghurt, ist es wie Essen. Ja, stimmt. So, ich habe extra überlegt, damit ihm das schmeckt. Und dann, ich rede jetzt mit der Nachbarin, die so, weg von meinem Grundstück. Ich so, warten Sie, Lady, hören Sie mir zu. Wenn die gleich vorbeikommen, geben Sie ihr das. Die so, okay, mach ich. In der Sekunde, wo ich gerade wegfahren will, ich habe den WhatsApp-Verlauf geschickt. Du hast mir ein Foto sogar geschickt, wie sie aus dem Taxi aussteigen. Beide. Genau in dem Moment kommt er aus dem Krankenhaus zurück. Okay. Also das war genau jetzt. Eine Sekunde früher oder später, ich hätte ihn verpasst. Wärst du eine Minute später gewesen, wärst du schon die Straße weg, U-Bahn, schau, Feierabend. Ich wäre schon links weg gewesen. Das heißt, ich komme gerade raus, sehe das Taxi vorfahren, er kommt gerade raus und mit der Oma zusammen. Und ich gehe hin, ich so, what up? Der so, nein, wir wollen nichts kaufen. Ich so, nichts kaufen? Oh, er kennt mich nicht. Okay, und dann bin ich näher hingegangen, weil ich hatte die Maske an. Dann die Maske runtergezogen. Der so, ach, sieh mal an, der Standartenführer. Und ich so, Bro, kannst mich nicht Standartenführer nennen, aber ich akzeptiere es mit Respekt. Und dann sind wir zusammen reingegangen. Ich habe das von der Oma wieder zurückgenommen, von der Nachbarin, aber die wollte es nicht mehr rausrücken. Ich so, Bro, gib mir that shit. Habe ich alles wieder von ihr genommen und ihm dann genau erklärt, wie er das nehmen soll. Und dann hat er es genommen, hat gesagt, boah, das schmeckt super lecker. Und seitdem rufe ich im Wochentakt bei ihm an, wie es ihm geht. Geht es mir jetzt besser? Viel besser. Der meint, diese ganzen scheiß Medikamente, fuck that, ich habe ihn angerufen, Wasser aus der Lunge ist wieder weg, weil ich habe ihm was gegeben, was diese Lunge schön erweitert, was eigentlich so ein richtiges krasses Ding, was die Lungen so schön clean macht. All das quasi, all die Avengers, die wir in der Top 10 des Superfoods behandelt haben, habe ich ihm gegeben und er sagt, ey, ich danke dir wirklich, falls ich noch weitere 10 Jahre leben sollte, machen wir noch eine Podcast-Folge. Ich so, naja, das glaube ich nicht, aber trotzdem essen Sie das weiterhin. Der Berlin, Hauptsache, es schmeckt. Der Berlin hat eigentlich, bis auf den Dialekt stimmt alles. Ja, ne? Also ja, ich habe auch mit meiner Oma und meinem Opa telefoniert, ja. Genau, danke, das heißt, auf jeden Fall. Ja, das heißt, wenn ich jemanden sehen würde, der sagt, töte mich bitte, würde ich erstmal sagen, Bro, probier erstmal das, was ich dir zu bieten habe. Und wenn das nicht hilft, gebe ich dir liebend gerne einen Genickzwirbler. Also, aber ich versuche jetzt wieder mal. Das heißt, die Antwort auf Sterbehilfe ist nein. Erstmal gucken, ob Salim ihn noch retten kann. Wenn Salim ihn nicht retten kann, dann ist Sterbehilfe okay. Genickzwirbler. Ja, aber ich gebe euch ein richtig besseres Beispiel, weil dieses mit dem Opa ist schwierig. Ja. Habt ihr Million Dollar Baby geguckt? Ja. Das ist etwas. Mein ganzer Hals ist erfroren, wirklich. Ja, mir geht es auch um sowas tatsächlich. Sowas nicht, ja. Dement ist so. Ja, guck mal, zum Beispiel, wenn ich habe schon meinen Leuten gesagt, die mir nahe sind, wenn ich in einen Wachkoma fallen würde und da würde es keine große Chance geben, möchte ich, dass das gecuttet wird. Natürlich, Mann. Bei den meisten Menschen ja so. Also ich kenne auch Menschen, die mir das schon genauso sagen. Ja, aber eben, wenn du es nicht schriftlich machst, dann bist du am Arsch. Ja, bei mir ist sogar krass, bei meiner Familie, die haben gesagt, wir machen das so oder so, keine Sorge. Auch ob du jetzt im Wachkoma bist oder nicht, wir machen das jetzt einfach so. Dann gehst du zum Impfen direkt, kommen Sie mal mit. Wenn du zu lange Nickerchen machst, dann war's. Deine Familie lauert die ganze Zeit, weil der Einzige aus diesem marokkanischen Stamm ist, der jemals Geld verdient hat in Deutschland. Rede ich so, einfach nicht. Der Hausarzt ist schon informiert. Wenn er wegen dem Schnupfen kommt, nimm ihn mit ins Hinterzimmer. Todesspritze. Ey, kurze Frage. Das weiß ich gar nicht. Wenn das Kind stirbt, ist es dann Reverse-Erben? Also kriegen dann deine Eltern das, was du besitzt? Wenn du keine eigenen Kinder hast, dann geht es an deine Familie. Und das sind ja deine. So hoch, an die Eltern dann. Das heißt, wenn du Einzelkind bist? Klar, was hat mit Reverse zu tun? An die nächsthöheren Hinterbliebenen. Das hat nichts mit, wer zuerst geboren ist, zu tun. Das würde auch an deine Tante gehen. Guck mal, wenn mein Opa jetzt zum Beispiel stirbt, von dem wir eben gesprochen haben, der hat noch einen lebenden Bruder. Ja? Dann ist, wenn er kein Testament hätte, was er aber hat, was er tatsächlich. Wie unnötig war das lebend?
Hat noch einen lebenden Bruder, ach was. So richtig, hier ist mein anderer Bruder. Er ist ja tot, aber da kann trotzdem die Witwe was erben. Das ist nicht wirklich gesprächig. Er kann aber trotzdem die Witwe was erben von dem anderen, deswegen ist das schon relevant. Wenn sie Vertrag so steht, sonst und nicht. Aber in dem, der hat jetzt in dem Fall zum Beispiel ein Testament gemacht. Und das Interessante ist, 2-3 Tage bevor du da warst, ne, bei meinem Opa in Berlin, ja, hat mein Vater mit dem sogar das Testament gemacht, ja? Weil es ihm so schlecht ging. Ja, ja, irgendwann musste er. Also, was ja auch relativ spät ist, viele machen das, sagen, oh, ich werde 70, ich mache das mal zur Sicherheit. Ich meine, der Mann ist fast 100, der hat es jetzt erst gemacht. Okay. Ja. Digga, mich hat das so geflasht, weil wirklich, als ich das gehört habe, weil der ist noch so fresh, ich suche gerade, weil ich habe eine Erinnerungspause, ich habe eine Erinnerungshilfe, genau, auf The Immortal Life of Henrietta Lacks. Das war ein Buch, was ich gerade gelesen habe, sorry. Hm. Ich muss es gerade, ich hatte schon den Titel nicht. Diesen Titel ist wirklich faszinierend, weil ich wusste nicht, dass Krebs unsterblich ist. Also diese Henrietta Lacks ist gestorben an Krebs 1920. Das heißt, 100 Jahre her ist sie gestorben. Dann sind so dreckige Forscher, um diese Hypothese zu testen, weil die haben halt unter dem Mikroskop geguckt. Warte mal, der Grund, warum Zellen irgendwann sterben, ist, diese Telomere, die quasi immer wieder hinten abgerissen werden, sind irgendwann weg. Das ist wie so Abreißer und dann kommt der Selbsttod. Dann kommt der Selbstzerstörungsknopf und die Zellen sind tot. Wenn das überall passiert, stirbst du. Aber Krebszellen haben ja quasi dieses Anti-Aging gehackt, indem die immer wieder, wenn diese Telomere sich kürzen, verlängern die wieder. Das heißt, die können sich unendlich oft teilen. Dann haben diese Forscher gedacht, warte mal, wenn die sich unendlich oft teilen, dann ist zwar der Typ, aus dem du bestehst, aus Zellen, die sich begrenzt teilen können, da müssten die der Krebs aber eigentlich noch leben, obwohl du schon tot bist, weil er sich von den ganzen anderen noch ernährt. Dann haben die diese Henrietta Lacks Grabschändung betrieben, vom Feinsten. Ich würde auch ein bisschen Nekrophilie unterstellen. Ja, sich immer was vorbereitet und dann kommt er mit so. Nein, nein, sorry, ich habe es jetzt gerade gelesen. Natürlich, und dann jetzt gerade hast du es gesehen. Nein, ich habe es wirklich gesehen. Und dann gehen die runter, dann sind die hingegangen, haben ein bisschen an ihrem Kadaver rumgeschnibbelt und haben gesehen, die Krebszellen haben immer noch gelebt. Krebszellen sind quasi unsterblich. Selbst wenn du lange schon tot bist, der Krebs ist immer noch, ah, go for mine. Aber Moment, wie lange denn? Das ist doch nicht unendlich. Solange, bis du nur noch Knochen bist. Okay. Das heißt, solange du noch so aussiehst wie so... kennt ihr die Versace-Dokumentation? Wie die Frau jetzt aussieht. Wenn du so aussiehst, dann ist Game Over. Dann ist so, Bro, hier ist nichts mehr zu holen. Genau, aber das ist das Ding, wo wir uns klar machen müssen. Wenn du einen Opa hast, der dement ist oder sich denkt, er macht ein Testament, einfach nur, weil ihm Wissen fehlt, dann würde ich ihm das ausreden. Aber wenn jemand wirklich ganz körpergelähmt ist, ich denke wirklich an diese traurige... Den Dementen würdest du ausreden? Nein, Dementen ist jetzt ein bisschen schwierig, den würde ich jetzt... Demenz finde ich, also ich finde es noch schlimmer, dement zu sein, als dass du irgendwie gelähmt bist. Nein, weißt du, was das... Also ich würde 100-mal eher als gelähmt erleben. Denken wir mal an Karl Josef, der zu Gast war, der kann auch bis auf seinen Kopf nichts bewegen. Gelähmt war kein gutes Beispiel, aber du meinst ja Wachkummer, oder nicht? Wachkummer. Weil gelähmt ist ja nur, ist ja nicht so, du kannst trotzdem noch was machen. Also nicht viel. Nee, nee, das würde ich mich auch töten lassen. Zwischen Stephen Hawking und Demenz, würdest du eher Demenz nehmen, oder was? Du kannst deinen Körper bewegen, aber dein Hirn ist matsch. Wenn ich jemanden kennen würde, der Demenz ist, ich würde mir einmal, würde ich dem Geld leihen und dann immer wieder sagen, Bro, wo sind meine 5 Euro? Thank you. Bro, wo sind meine 5 Euro? Darum geht's doch nicht. Die Frage war nicht, wie du aus dem Dementen dein Vermögen rausholst. Niemand hat gefragt, was du für ein kleiner Bastard bist. Ja? Niemand hat das gefragt. Das war die Frage nochmal. Du brauchst ihm nicht mal Geld, sondern du kannst ihn einfach immer wieder erinnern. Und vor allem Demente tun ja immer so, als würden die sich erinnern, weil es ihnen zu peinlich ist. Wenn du dem sagst, ey, du hast mir damals was geliehen, der wird dir es immer wieder geben, immer wieder. Das ist wie meinem Opa. Du musst diesen Dings gar nicht machen. Ich hätte auch meinen Opa ärgern können. Ich hätte sagen können, ey, ich bin durchgefallen bei der Prüfung jedes Mal wieder. Aber ich bin ein guter Mensch. Deswegen habe ich gesagt, Opa, sonst 5 Euro ausgegeben. Nee, vor allem er hätte gesagt, ich bin durchgefallen, du musst die neue Prüfung zahlen. Er hätte sich immer wieder die Führerscheinprüfung zahlen lassen. Der kostet 1.600 Euro. Nein, bei mir kommt es wirklich drauf an. Wenn er dement ist, würde ich sagen, Bro, guck dir lieber Avengers 17 mal an. Weil es hat ja auch positive Sachen. Du kannst Avengers Infinity War immer wieder von null genießen, Bro. Legend. Ich glaube, das ist eine falsche Vorstellung von Demenz, glaube ich. Ich glaube, total. Wie? Weißt du, was das für ein Leben ist? Meinst du, nicht so, dass du irgendwas vergessen hast, bist du, oh geil, du bist auch, du gehst da... Die Leute weinen, denen geht's schlecht. Dein Gehirn, die Hardware, löst sich auf. Sie freut die ganze Zeit. Ich finde, Demenz ist mit das Schlimmste, was du haben kannst. So, das hat auch nichts mehr mit in Würde altern zu tun. Das ist einfach nur räudig. Aber hier, guck mal, was mich jetzt wirklich interessiert hat. Ja? Das hat schon Vorteile. Wenn du immer wieder Sachen vergisst, du kannst alle erste Male wieder haben. Hey, am Anfang vielleicht. Davon. Ja, ich glaube, er hat diesen Demenzmodus, den man immer so am Anfang mitkriegt, so witzige Filme. Ja, der Opa ist ein bisschen tipsy oder so. Aber wir reden hier von, die Krankheit schreitet ja vor. Dein Gehirn. Auch süß. Ja, tipsy ist, oh, der süße alte Mann hat was vergessen. Am Anfang findest du das noch süß. Aber wenn das fortschreitet, du musst dir vorstellen, das ist wie so ein, was sich so zusammenzieht, wenn sowas verdirbt in der Sonne, so ein Obst. Du hast nachher dann so eine, du hast vorher so
freshes Ding. Im Schluss hast du so eine kleine Walnuss. Du bist irgendwann einfach nicht mehr da. Du bist weniger als ein Kind am Ende. Also weniger. Ja. Du scheißt dich ein, dies, das. Das ist wirklich... Ach, Anschau, du vergisst, wie man kackt auch. Boah, das alles bitter. Vergisst du. Das bitte. Weil was er du machst komplett vergisst nur die schlechten Sachen. Wir gehen nur nicht. Aber ich finde es einfach so krass, dass das nicht erlaubt ist in so einem Land wie Deutschland. Wir sind ja so, wir tun ja immer so, wie ja, wegen der Vergangenheit, sind. Weißt du? Weil die hatten viele Erfahrungen mit, oh ja, der, sein Leben ist es eh nicht wert. Stimmt's, Dr. Himmler? Ja, eindeutig, alle. Aber wie schaffst du es immer? Superfood? Oder Nazis reinzubringen. Wie schaffst du es? Bei Deutschland, die haben halt so extrem Angst, wenn es um irgendwas töten geht. Weißt du, was ich meine? Die sind dann sofort, okay, ich muss meinen Bart erneut abrasieren. Ich glaube, in Europa sind ganz viele Länder so, oder? Ich glaube, Holland darfst du auch? Ja, natürlich. Alle, die keine Endlösung gemacht haben. Es ist wirklich so. Also dieses Wort allein zu verwenden in einem... Ich schwör's dir, es liegt daran. Ich schwör's dir. Warum? Jedes Mal, dann begründet es. Ich begründe es komplett. Pass auf. Wirklich komplett. Okay. Nachdem AD abgetreten ist... Je nachdem, würdevoll oder unwürdevoll. Da hat ja auch Parkinson und so. Frag ist da auch, war das gut? Nein. Auf jeden Fall, als er abgehauen ist. Das war Parkinson gut sein. Gesagt habe. Parkinson, nein, Parkinson ist ja auch so eine Art von Demenz. Weißt du, was habe ich gerade gesagt? Leute, ist das gut, ist es schlecht? Wollt Adi gut abgedreht, schlecht? Wer weiß es? Wer weiß es? Es war ein Glücksspiel. Jeder war dabei, niemand hat es gesehen. Was? Ich kriege Informationen, ich kann es nicht mal bearbeiten. Ich kann es nicht mal bearbeiten, was du mir zuwerfst. Wer weiß es, wer keine weiß es. Was Parkinson ist ja auch der Mensch. Machen wir weiter. Endlösung, wer kennt's nicht? Boah, Leute. Also, genau das, was du gerade gemacht hast, habe ich gedacht, aber bei mir ist das schon so. Ich höre das so oft, ich blende das einfach aus. Ich denke mir, lass ja, ihn. Ja, irgendwann ist es zu viel. Das kommt so rein. Aber für mich auch immer so, ich höre zu, dann denke ich mir so, was war das gerade? Da habe ich wieder Tränen in den Augen. Okay, komm, erklär kurz. Okay, das zweite Mal bei Vitamin X, dass ich Tränen in den Augen habe. Wann war das erste Mal? Einmal war das bei dem Pudding anrühren, wo ihr mich vernichtet habt. Ach so. Das war das erste Mal. Bei Abtreibung, ja oder nein, da habe ich Tränen gehabt. Also immer, wenn ja oder nein Fragen kommen. Ja, ja, das ist wirklich mega. Weil das kann gar nicht verarbeiten. Weil das ist eine moralische Frage, das geht bei dir nicht. Ja, ja, das kannst du. Ja, nein, ist doch egal. Hat einfach keinen Filter. Endlösung muss das sein. So, komm. Das Geile ist, stell dir mal vor, jemand nimmt nur diesen Schnipsel von dir. Endlösung muss das sein. Oder von mir jetzt, scheiße. Oder von ihm eben und bringt das ins Internet. Wir stehen da wie die letzten Vollidioten. War das gut, war das schlecht, wer weiß. Der Verkehr danach auf jeden Fall fließender. Und du weißt, Indikator dafür, dass was wirklich lustig ist, immer wenn unser Produzent Jens hinterher lacht, der stirbt gerade. Und lustigerweise lachen wir nur wie diese schlimmen Endlösungen. Guck mal, sind wir ehrlich, das ist das Einzige, was uns noch zum Lachen bringt, Alter. Wir sind innerlich so tot, wir drei zusammen. Nein, wir alle zusammen. Nein, wirklich. Weißt du, was du meinst? Weißt du, was ich meine? Man ist tot. Man kann nur, man muss ganz tief graben, wirklich, um doch den letzten... Den man noch nie gehört hat. Das ist wie bei diesem Superfood. Desto tiefer du gräbst... Das ist wirklich so, das ist für den Schacht. Nein, lass mich in Ruhe. Du brauchst... Die meisten Gags werden oben schon zersetzt und du brauchst eine Episodenschaft. Weißer Trüffel! Okay, ja, das begründe. Ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war. Was war die Frage noch? Wolltest begründen, warum das... in Deutschland. Ah, warum Deutschland so Parkinson-Anfälle bekommt, jedes Mal, wenn es um irgendwas töten geht. Hier ist der Grund. Nachdem Adi abgetreten ist, unwürdevoll, ich fange schon wieder an. Auf jeden Fall, als er weg war, dann hat man bewusst Gesetze aufgebaut, permanent bis zum Verrecken. Das neue Grundgesetz war quasi darauf ausgerichtet, dass nichts... was jemals Adi ermöglicht hat, dass das nie wieder in Kraft treten wird. Man hat geguckt, warte mal, wie kam Adi überhaupt an das? Man hat wie so ein Cluedo, kennt ihr das Spiel Cluedo? Mhm. Das hat man versucht zurückzuverfolgen, wie so ein Detektiv. Die so, okay, wie kam er überhaupt in den Bundestag? Es gab keine 5%-Hürde. Gäbe es die 5%-Hürde damals, dann hätte es Adi niemals 5%-Hürde. Aber es ging weiter. Okay, wie konnte er überhaupt das ganze Volk komplett verpesten? Wie hat das funktioniert in ganz Deutschland? Aha, man konnte es zentral machen. Föderalismus bitte. Jedes Bundesland bestimmt seinen eigenen Bildungsplan, damit wir nicht von einer Stelle aus, das heißt, man versucht sich selbst quasi den nächsten Adi zu behindern. Dann gab es diese krassen Gesetze. Nicht nur Bildung, alles durch das föderalistische System ist alles. Polizei, also, Wir haben auch das geilste System, was das angeht. Genau, wir haben für das. Für Extremisten. Genau, bei uns ist es am schwierigsten, Hitler zu werden. Ja, aber das Problem ist ja an der Stelle. Sehr schwierig. Wirklich. Ja, aber das Ding ist an der. Also, du meinst alles nach Hitler. Alles nach Hitler, genau. Vor Hitler, der hat jetzt durchmarschiert. Wärst du Zeitreise vor Hitler? Du wärst Hitler geworden. Hitler hätte so bei dir Nachhilfe genutzt. Aber das Ding ist ja, dass alles, was du sagst, stimmt. Stimmt alles. Das hat die Bundesregierung und so hat das damals, oder die erste Bundesregierung hat perfekt dieses Sicherheitssystem gehabt, aber. Jetzt kommt der Sterbeakt. Dann kam aber fucking Social Media. Ja, das hat alles zersägt. Aber jetzt kommt der Sterbeakt. Und zwar ging es darum, dass Hitler auch. Wie hat Hitler geschafft, dieses Euthanasieprogramm durchzuboxen? Und zwar hat jemand anders, eine dritte Person, hat sich das Recht rausgenommen, ein Leben für lebenswürdig oder lebensunwürdig einzustufen.
dürfen. Gedowngradet und genau, und haben die gesagt, okay, das darf nie wieder passieren. So haben die diesen Paragraph eingeführt, dass kein Dritter, die haben nicht mal gesagt Staat, sondern kein Dritter darf entscheiden, ob ein Leben lebenswürdig oder unlebenswürdig ist. Alles eine direkte, dieses Sterbehilfe. Was Moment, aber Sterbehilfe entscheidet ja nie ein Dritter, auch in der Schweiz nicht. Das entscheidet nicht. Ja die Familie. Das entscheidet nur, Sterbehilfe geht nur, wenn es der Typ sagen kann. Gibt es auch keinen Dings, dass wenn er im Dings liegt, dass die Familie... Wenn du es vorhin im Vertrag festgelegt hast, also im Vertrag sage ich immer, wenn du vorhin so ein Dings, also nie entscheidet jemand anders, Moment, nur du. In der Schweiz, wenn du ganz körpergelähmt bist, du kannst nicht mehr reden, alles all in, und du hast vorher keinen Vertrag unterzeichnet. Dann darfst du nicht. Ah, es geht nur vorher. Nein, es gibt überall auf der Welt, wo das gibt, nur der Typ selber bestimmt. Du musst ein valides Zeichen von dir geben können. Kein Dritter bestimmt das. Das musst du nicken noch. Okay. Also ist deine ganze Theorie, die du schön erzählt hast, vorbei? Nein, doch, die macht schon Sinn, weil, nee, die ist eigentlich ziemlich torpediert. Dass man selber sich killt. Ja, natürlich, also das finde ich auch richtig so. Und deswegen finde ich es ja schlimm, dass in Deutschland dann sagt, da kommen wir jetzt wieder oft diskutiert drüber. Suizid ist ja nicht verboten, weil du kannst es einfach machen, verstehst du? Darum geht's ja nicht, aber du kannst aber nicht legal irgendwie ableben. Du kannst nicht zum Arzt gehen und sagen, hey, ich hätte gern eine Dosis oder irgendwas. Nein, weil ich weiß, in Bangladesch ist es so, dass wenn du nicht mehr zurechnungsfähig bist im Krankenhaus, dann dürft deine Familie entscheiden, brada, he doesn't want to live like this. In Deutschland ist es doch, wenn du eine Patientenverfügung hast, wenn du eine Patientenverfügung hast in Deutschland, dann darfst du das natürlich auch. Das ist aber ein anderer Sachverhalt. Das ist ja kein Freitod, sondern das ist ja, die Person hängt an Maschinen, schalten wir sie ab oder nicht. Das ist eine andere Ausgangssituation und dafür gibt es eine sogenannte Patientenverfügung. Ja. Und das bedeutet was? Dass jemand anders entscheiden kann? Ja klar, guck mal, in der Regel ist es so bei Ehepartnern, dass der eine für den anderen entscheiden kann oder wenn beide schon alt sind, dass dann die Kinder entsprechend entscheiden. Wenn du ein Haus hast, kommst du schneller an das Haus. Ja, jetzt macht das aber Sinn. Aber du musst es vorher erklären. Vor allem, er sagt so, komm, das macht das Sinn, da kommst du schneller an das Haus. Darum geht's nicht. Das ist eine humanitäre... Ich hab's überhört, weil so viel Bullshit reinkommt, ich bin dann so, ja. Vor allem, wir sehen das so als das ist ein humanitärer Akt. Ja. Guck mal, ich habe eine krasse Story dazu. Ich erzähle dir auch nur oberflächlich, weil es persönlich ist. Weil es um mich geht. Ach so. Einer meiner besten Freunde von der Schweiz, dem sein Vater, da hat der MS, ja? Multiple Sklerose ist das, ja? Lunge oder was ist das nochmal? Nee, das ist das, das macht so Nervenfasern, die löst sie auf. ALS ist das. Nee, ALS, nee, es gibt beides. Es gibt MS und es gibt ALS. Es gibt beide. Beide, wo du am Ende aussiehst wie Stephen Hawking. Ja, die Richtung. Okay. Die Richtung nur, aber das ist auch dann wirklich, also ja, doch, die Richtung geht's, aber ich nehme an. Das heißt ALS, sorry, ich muss das nicht. Nee, ALS ist das mit Hawking und MS. MS ist ziemlich bekannt. Also ja, das haben auch viele. Sich auflösen. Genau, du MS ist auch viel häufiger, glaube ich, als ja, alles. Ja, ne? Genau, deswegen ist viel häufiger. Okay. Also er hatte eine nervenauflösende Krankheit, die früher oder später im Rollstuhl endet. Da war er schon lange sowieso. Also nee, die endet früher oder später mit Tod. Oh. Okay. Aber also guck mal, der war später nur noch im Rollstuhl. Ich habe den kennengelernt, als ich Kind war. Er hat da schon mit Stock gelaufen. Und der war jung, der war ein fitter, 35er Typ. Voll fresher, gut aussehender Typ. Und das fängt meistens auch früh an. Aber ja, ich kenne auch Menschen, die MS haben. Genau. Das kann man aber heute besser therapieren als damals. Der hatte dann noch, also der war schon sehr, sehr weit vorgeschritten, hatte noch Krebs bekommen. Obendrauf noch, aber so, ich weiß nicht mal welchen, deswegen will ich auch gar nicht erzählen, was Freestyle. Und der hat es dann gesagt, Leute, jetzt reicht's. Guck mal, ich habe viel erlebt in meinem Leben, aber das ist so die Grenze. Und der das dann beantragt. Und das hat mir dann mein Kumpel erzählt. Und das war schon krass. Also du ganz bist kurz, derselbe Kumpel oder ein dritter Kumpel? Nein. Also, warum soll er das? Also nein, ich meine, der Typ, der selber gesagt hat, es reicht, hat dir das erzählt. Das ist der Vater seines besten Freundes in der Schweiz gewesen. Ja. Also der Vater, das, wo du gerade erzählst, ist, der Vater erzählt dir von deinem Freund. Nein, ich bin voll überfordert. Von wem? Ganz ehrlich, wer redet mit dir? Ich bin dafür, dass man für eingewanderte Marokkaner die Sterbehilfe einfach ein Sonderfall. Wer redet mit dir? Vereinantrag. Niemals für jemanden Sterbehilfe. Ich verwechsel so die Leute. Ich glaube, sie wollten sich töten. Kann das sein? So, nein. Der Chefarzt. Kommst du rein? Wer ist jetzt dran? Was mit Ihnen? Zack. Wie hat er überhaupt diese Armbrust? Er ist erst so auf der Geburtenstation und pickt einfach random Leute raus. Das wollen wir nicht, Leute. Nein, aber ganz kurz. Ja. Ja, erst 10 Minuten der lang, Vater, das heißt, du und dein Freund, der quasi schon als Kind mit dem Gehstock rumgelaufen ist. Richtig? Das heißt, du bist mit dem Gehstock. Das ist eigentlich so ein trauriges Thema. Das ist mega traurig. Nein, der Vater von meinem Kumpel ist mit dem Gehstock rumgelaufen. Ach, der Vater. Ach so, das heißt, der Vater als Kind hat er schon diesen Stock gehabt. Stell dir mal vor, bei seinen komplizierten Stories würden wir so wenig zuhören wie er bei uns. Nein, ich versuche ja. Dann war er im Rollstuhl. Dann war er im Rollstuhl und dann noch so Kirsche auf dem Ding war dann Krebs noch oben drauf. Yeah. Dann hat er gesagt, Bro, fuck this, ich bin raus. Genau. Und dann hat... Und weißt du, Rollstuhl klingt so, das ist nicht so, wie wenn jemand querschnittsgelähmt ist im Rollstuhl. Wenn du MS hast, du hast auch, du hast alles, weißt du, du bist ganz anderes Level.
So, und dann hat er gesagt, ich bin raus hier, tötet mich. Genau, dann hat er das. Und das ist tatsächlich so, dass seine Familie mit dabei ist, wenn die das ihm geben. Wenn die ihm was geben? Also, die Spritze wahrscheinlich, ne? Ich glaube, das wird so übers Ding, du hast ja so, weißt du, du bist ja am Tropf. Infusion. Und das wird einfach so dann da reingetan und dann kommt es hier rein und die sind mit dabei. Hm. Und das hat er, ich fand das, also mir das erzählt und ich fand das schon so irgendwie ein Kloß im Hals. Aber er meint auch, guck mal, er meint jetzt eben, dass das für sie, wenn man das so sagen kann, ein sehr, ja, schönes Erlebnis ist wirklich das falsche Wort, aber emotionales und auch, weil guck mal, du gehst mit diesen Menschen dahin, du bereitest dich auch darauf vor. Hm. Und mir hat auch noch erzählt, ja. Es tut mir beschrieben leid für die letzte Verständnisfrage. Es kann sein, dass irgendjemand das auch verwirrt ist. Du hast gesagt, es gab eine Infusion. Warum macht man das dann am Hals? Du meintest gerade, er hat das hier gehabt und dann hat er was in den Hals bekommen? Ein Kloß im Hals? Du hast irgendwas mit Kloß im Hals. Ein Kloß im Hals ist eine Redewendung. Weißt du, was Kloß im Hals ist? Ich dachte, sie haben ihn erstickt. Ich wusste nicht, was das heißt. So, jetzt kriegst du noch ein Kloß im Hals. Ich dachte, so ein Kloß, so ein Klößchen im Hals. Hast du noch nie diese Redewendung gehört? Noch nie in meinem Leben, woher? Ich wusste gar nicht, es gab eine Infusion, um sicher zu gehen, noch ein Kloß im Hals. Das so, ist wie Hitler. Hitler hat so Kopfschuss und Zyankali. Einfach zwei Sachen. Ich hab's gar nicht gecheckt. Ja, das, er kennt das nur so. Das und noch den Zyankali Kloß im Hals. Noch dazu. Ja, der kann ja nicht kauen. Wenn du nie so eine Frage kriegst, warum der Kloß im Hals? Ja, jetzt so, warum doppelt? Warum das? Reicht das hier nicht? Muss das auch noch? Aber was war mit Kloß im Hals? Nein, die wollten den ersticken. Ah, nee, du hast gesagt Infusion. Was wollten die? Was nein, ein Mensch, wenn ich sage, guck mal, dir passiert was Schlimmes. Yeah. Ich habe es gesehen. Yeah. Boah, ich hatte einen Kloß im Hals. Was sagt man damit aus? Das hat mich berührt. Tschüss. Guck mal, ein Kloß im Hals hast du, wenn du sehr, sehr, oh. Du wirst es nie haben, aber normale Menschen du wirst es nie haben. Wenn die sehr emotional betroffen sind, wenn du so emotional betroffen bist, dass du nicht weißt, was du sagen sollst in dem Moment, weil es dich so sehr berührt. Also du fühlst mit einem anderen Menschen. Dann musst du dir vorstellen, es geht nicht um deine Gefühle, du siehst andere Gefühle und du fühlst mit. Das ist was für dich super abstrakt. Ja, abstrakt. Einem Freund geht's schlecht. Einem Freund geht's schlecht. Ein Freund ist jemand, den du sehr viel, sehr magst. Und dann kriege ich ein Kloß im Hals, ja, genau. Weil ich so berührt bin mit Tränen, Kloß. Okay, verstehe. Das heißt, die haben ihm nur per Infusion quasi die Todeslösung gegeben. Familie ist dabei und sieht quasi die letzten Momente vom Vater. Sagt noch ein paar Sachen, da ein. Genau, die haben noch, also der meinte auch so, der hat noch so Witze drüber gemacht. Also so meinte, hey, komm, wir zählen jetzt alle bis 10 und dann haben wir das hinter uns und so. Und das, also ich finde das, und deswegen haben die so gezeigt, weil ich das auch sehr interessant fand. Hm. Wie ist sowas, dass ich ihm das wichtig finde, dass man auch über sein Ende bestimmen darf. Um jetzt mal diesen Kreis endlich zu ziehen. Selbstbestimmtes Ende. Wow. Ja, genau. Ja. Finde ich, sehr schön, ich bin da voll bei dir und ich hatte mit einem Kumpel eine ähnliche Situation, wo es genauso war. Der Vater war sehr alt, war sehr krank. Und da ging es aber, glaube ich, gar nicht um Sterbehilfe, sondern der ist ohnehin gestorben. Es war in einem anderen europäischen Land, aber nicht in der Schweiz. Also, glaube ich, ähnliche Regelung wie in Deutschland. Und der Kumpel, der in Deutschland lebt, ist sogar extra noch in das Land geflogen. Ich will jetzt da auch keinen Namen nennen, aus Datenschutzgründen. Und hat es noch gerade so geschafft, am letzten Tag, bevor der Vater dann verstorben ist, dabei zu sein. Im Kreise seiner Geschwister, Familie, alle waren dabei. Und die hatten noch einen schönen letzten Abend und er ist dann friedlich eingeschlafen. Und sowas ist viel schöner, als wenn du elendig irgendwo krepierst. Und deswegen und Schmerzen bin ich dafür, dass man eine Todesstrafe, auch wenn jetzt die Kirche und alle aufschreien, dass man eine Todesstrafe, Ich würde auch gerade was sagen. Habe ich Todesstrafe gesagt? Nein, dass man Sterbehilfe, dass man Todesstrafe. Guck mal, jetzt ist ja ein Kloß im Hals. Das ist richtig. Ja, weil er sich freut. Ne? Nee, dass man Sterbehilfe erlauben sollte, aber es sollte immer, wie eben beschrieben, bei derjenigen Person selbst liegen. Ja. Und die Person sollte zu dem Zeitpunkt bei voller geistiger Gesundheit sein. Also jemand, der nicht weiß, was er labert, sollte nicht, oder jemand, der gerade eine Psychose oder Depression hat, sollte nicht sagen, hey, ich will jetzt Sterbehilfe. Also man sollte immer gucken, Gutachten vom Psychiater, ist die Person depressiv? Wenn dem nicht so ist und sie ist wirklich krank, dann sollte man mit der Familie gemeinsam vielleicht einen Termin machen und da soll es auch Beratungsstellen geben, die dann sowas anbieten. Wie in der Schweiz. Ja, also klar, also natürlich, das ist ja kein Ding, dass man so über den Dings brechen kann sofort. Bloß er könnte noch andere Leben damit retten, weil wenn du es weißt, dass du stirbst, für einen Arzt ist es auch komisch, weil die machen ja diesen Eid des Hippokrates, dass die keinen Menschen schaden. Heißt ja nicht Hippokrates? Nee, aber nah dran, wie heißt denn der? Eid des. So, der ist gar nicht. Ich hätte es einfach rausgegangen. Ja. Aber du bist super nah dran. Ja, Hippokrates. Ich free free nee, nah dran, super. Ja. Jetzt bucht gerade so One-Way-Ticket in die Schweiz. Ja, ja, also altes. Du musst jetzt. Kannst du das nicht mehr anhören? Sorry. Sorry, Jens. Ich bin wie Jens so baumelt, wenn wir kommen so rüber. Nebenzimmer.
Wir dürfen nicht mehr reden. Genau, also das mein letzten Wort ist so lieb, ich hasse dich. Jetzt hast du ein Kloß im Hals, egal. Guck mal, wir haben ja diesen Eid des Hippokrates abgelegt, dass sie keinem Menschen jemals Schaden zufügen. Dann kommt jemand, dem du quasi die... Okay, das ist kein billiges Wortspiel, aber es ist wirklich, das passt. Du machst ja eine Lösung rein, die das Ende einleitet. Oh, du bist so ein Bastard. Also eine. Auf jeden Fall, die müssen das ja da reinmachen, was ja dafür sorgt, dass es Game Over ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Plus, wenn du es aber weißt... Das ist ja auch das Argument tatsächlich, warum ja, das man nicht erlauben will. Deswegen nicht den Arzt das machen lassen, sondern jemanden, der nicht diesen Eid des Hippokrateses gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, du sagst den Namen jedes Mal ein bisschen anders. Was? Diesen Eid ist, ja, ich freestyle jedes Mal ab. Den Eid des Abdelkadis. Aber das Krasse ist auch... Das ist ja Quatsch, du kannst auch nicht... Du musst ja schon Ahnung haben davon. Kannst ja mich nicht spielen lassen. Weil dann stirbt er zwar auch, aber mit mega viel Schmerzen. Das willst du ja auch nicht. Ich verstehe genau, was du meinst. Bei sowas ist eben ein Anästhesist dabei, der genau guckt, wie was du siehst. Ja, natürlich. Das und so, ne? Deine Lösung ist einfach, irgendeiner aus der Straße darf es machen dann. Aus Meister oder sowas. Ja, vor allem Salim macht ihm dann irgendwelche Superfood-Tropfen rein und der Typ wird 150, ärgert sich die ganze Zeit. Ja, er ist so immun gegen den Tod. Das ist aber hat voll Schmerzen die ganze Zeit. Ich hasse diesen Salim. Ah! Ich hab Sixpack vom ganzen Hass. Genau. Aber ich fühle mich fit, aber ich habe Schmerzen. So hin und her gerissen. Ich bin so energetisch, aber ich hasse ihn auch. Ah, oh, wird einfach schizophren, der Typ. Ich kann super lange laufen, aber ich habe keine Beine. Ich kann Liegestütze machen, aber es gibt nichts zum Liegen. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass dieses... Was? Dass dieses... Wartet ganz kurz, ich hatte voll den wichtigen Punkt, dass der auch theoretisch Leben retten kann. Weil wenn ja, du, das wäre jetzt... Genau, gespannt. Jetzt kommt's, dass wenn er stirbt und du bist in einem Krankenhaus schon... Das heißt, dann kannst du ja, weil nur seine Nerven sind weg, aber die Organe sind fresh. Yeah. Das heißt, nebendran ist die Intensivstation, die sagen dann, Bro, Blutgruppe, dann können die direkt, weil das Wichtige ist ja, das Problem bei Organtransplantation ist ja, dass man meistens nicht weiß, wann der Typ stirbt. Das heißt, du musst es ja wissen, damit du die Organe so schnell wie möglich kühl halten kannst, damit die gut, frisch sofort rankommen. Mhm. Wenn der Typ da schon lange liegt und schon diese Kakerlaken-Breakdance auf seinem Nacken machen, dann ist ja schon zu spät. Das heißt, du musst es sofort machen, bevor die absterben. Das heißt, das ist ein Pro-Grund. Du könntest direkt denjenigen, wo es reinoperiert soll, im Zimmer nebenan. Genau, so wie in China. In China zum Beispiel haben die ja diese Hinrichtungstrucks. Es ist unfassbar. Es ist wirklich, könnt ihr wirklich googeln. Hinrichtungstruck. Execution Trucks. Dass wenn die jemanden zum Tode verurteilen, der Truck ist genauso aufgebaut wie ein Krankenwagen. Also es ist genauso ein Krankenwagen, aber in schwarz. Und da hauen die Leute rein, töten die da drinnen mit einer Injektion. Und dann, natürlich ist das offiziell, stimmt das nicht. Also die Chinesen sagen nicht, dass sie die Organe rausschnibbeln und rein zufällig in diese Kühlboxen machen und danach verkaufen. Niemals. Aber es bietet sich sehr an. Also aber genau, das ist nicht offiziell bestätigt. Nicht offiziell. Nein, okay. Es gibt diesen Truck, das ist offiziell. Ja, ja. Kühlboxen ist offiziell, ist genauso aufgebaut. Ja, aber mit den Organen wird nicht gehandelt. Bloß immer, wenn du diese Statistiken siehst zur Todesstrafe, steht immer dabei, Sternchen, von China haben wir keine genauen Daten, sind Schätzungen nur grob. Das heißt, von China weißt du gar nichts. Im Endeffekt. Alles aktive Sterbehilfe. Die können alles machen, das weißt du nicht. Er wollte sterben. Ja. Habt ihr einen Spendeausweis? Ja, natürlich, safe. Alter. Ich liebe Spenden. Ich hab keinen. Ich bin immer so, ich will, aber das ist so, der Mensch ist so schlimm, der ist so faul. Du musst ja, ich bringe dir morgen einen mit, weil ich habe bei mir zu Hause im Wohnzimmer an diesem Schälchen quasi auf meinem Tisch habe ich Spendeausweise legen und reinspende. Weil ich es sinnvoll finde, weil ich Leute kenne, die nicht rechtzeitig ein Organ gekriegt haben. Und dann verteilst du das an deine Freunde und so? Wenn da Leute kommen, wenn kein Corona ist, irgendwie jemand da oder so, weil ich habe die immer so liegen, dass oft Gesprächsthema ist, sage ich immer hier, fülle einen aus, bam. Machen dein Geldbeutel, Feierabend. Ich will auch. Ich hab jetzt schon einen Termin vereinbart, um seinem Opa mein Blut zu geben. Da haben wir auch schon drüber geredet. Weißt du noch, ich hab dir das auch erzählt. Habt ihr gleichen? Ich hab ja null negativ, ich kann ihn jedem geben. Das heißt, ich dachte dann, statt dass er all das sein Leben lang, weil das Problem ist ja bei Blut, warum das altert, ist, es verklumpt. Dadurch, dass sein Blut verklumpt, kommt das nicht mal überall an die richtigen Stellen. Nicht wird mal richtig durchblutet. Wir hatten das schon mal, Sauerstoff kommt nicht an die richtigen Stellen. Plus, die Gelenke können sich dann nicht schnell genug regenerieren. Ich mache das die ganze Zeit. Und wenn ich ihm quasi dieses Blut transferiere, kriegt er all diese Sachen schon in der perfekten Form. So muss er es nicht mal essen. Es ist sofort da. Dass du was Blut spenden, was auch gut für dich ist. Genau, ich tue Blut spenden und gebe es ihm. Also wir haben jetzt schon einen Termin gemacht. Ich pumpe wieder mit meinem Blut voll. Und dann auf einmal wirft er so seinen Stock. Werke, willst du der freshste Hund? Wahrscheinlich sitzt er dann immer mit langen Haaren im Podcast. Wirklich. Wieder Haarwuchs. Aber es ist ja schon witzig, wenn er auf einmal anfängt, wie ich zu reden und so, wenn auf einmal so diese, kennst du das, in der Ayurveda sagt man ja, dass wenn du irgendetwas, auch in Organtransplantation jemandem gibst, überträgst du auch den Geist. Das heißt, dass dann immer dieses andere Teil von dem anderen in dir drin ist. Ja, das wäre richtig bitter. Wenn also Salim wird quasi noch passiv mein Opa, sozusagen. Ja. Salim ist immer mein Opa. Ich kann dir dann Hausarrest geben, ich darf das dann. Mein Opa ruft am nächsten Tag an und erbt mich erstmal. So. Du dreckiger Penner, so, wir haben dann eine Sterbehilfe für dich.
Jetzt kann ich wieder gehen, du Dreckiger, von wegen. Nein, aber jetzt mal Spaß, was ist unser Thema mit diesem aktive Sterbehilfe? Machen wir das oder nicht? Wie machen wir das? Als wäre das so ein hey Leute, lass mal alle zusammen sterben gehen. Was soll ich am Wochenende? So. Ich weiß es. So. Und wir haben am Ende immer irgendeinen Schluss, dass wir dann überlegen, ob das wir das machen. Ich glaube, jeder von uns hat ja gesagt. Das wäre so für quasi letzte Episode Jackass, wäre das quasi jetzt alle zusammen. Also wir machen das safe. Ja, ja. Ohne ja, wollen wir so die Folge beenden? Ja, also wenn jemand sterben will, dann her damit. Ja, vielleicht, oder das Wichtigste ist ja eigentlich, dass da immer bei allem, auch wenn das mit den Organen natürlich stimmt, dass man die spenden sollte, steht immer ein Mensch hinten dran. Ne? Und das Wichtigste ist einfach dieser humane Aspekt. Deswegen, das sind alles Einzelfallentscheidungen, aber man sollte jedem Menschen die Möglichkeit geben, sein Leben so zu beenden und in Würde, wie er es will. Schön gesagt. Leute, das war's von uns. Wir sehen uns nächste Woche. Over and Tschüss. Out.